Der Tabellenführer Bremerhaven zu Gast bei den Iserlohn Roosters am 14. Spieltag. Die Fishtown Penguins mit 8 Siegen aus den letzten 9 Spielen und Iserlohn mit 3 Niederlagen in Folge. Bremerhaven im Powerplay in der 7. Minute und gleich mit der Führung. Bremerhaven erneut in Überzahl erfolgreich. Stanislav Dietz. Das war schon das 17. Powerplay-Tor in dieser Saison für die Bremerhavener. Es ist das beste Powerplay der Liga. Und Yannick Schwendner im Tor der Iserlohn Roosters sieht da nicht ganz glücklich aus. Die Roosters aber nicht geschockt mit einer prompten Antwort in Minute 11. Das ist Dieter Ohrendorf und auch der trifft von der blauen Linie. Und das ist ja nicht alltäglich. Ohrendorf eigentlich da, um Tore zu verhindern. Hier trifft er aber wunderschön, Handgelenkschuss und der passt mal genau. 1:1 der Ausgleich, Ohrendorfs erstes Saisontor. Wir springen in die 16. Minute, Platz auf dem Eis, 4-4 und Iserlohn kommt über Whitney. Brody Sutter am langen Pfosten verpasst. Nur knapp, das wäre fast die Führung für die Roosters gewesen. So geht's mit einem 1:1 in die erste Drittelpause. Iserlohns Trainer Jason O'Leary hatte noch Diskussionsbedarf mit den Schiedsrichtern. Im zweiten Drittel die Roosters aber von Beginn an da. Das ist Joe Whitney, der nimmt Tempo auf, ist nicht zu stoppen und macht ihn rein zum 2:1. In der 21. Minute der Topscorer der Roosters, schon sein 10. Saisontreffer und sowas lässt sich Whitney nicht nehmen. Das ist ein Knipser. Wenn er so eine Chance bekommt, dann gibt es keine Alternative zu passen. Dann wird der Puck einfach versenkt. Wir springen ins dritte Drittel, 43. Spielminute. Und in diesem Spielabschnitt die Bremerhavener ja gefährlich, haben schon 15 Mal im Schlussabschnitt getroffen. Und auch in diesem Spiel sollten sie erfolgreich sein. Christian Hilbrich mit dem 2:2 Ausgleich. Sein Premierentor in dieser Saison und das war ein hartes Stück Arbeit. Hilbrich stochert und drückt die Scheibe eben auch über die Linie im Zweikampf mit Dieter Ohrendorf. Die Schiedsrichter haben sich nochmal angeschaut, ob alles korrekt war, war es und deshalb also der Ausgleich. Bremerhaven danach die aktivere Mannschaft und mit der Chance vielleicht auf die Entscheidung in der 51. Spielminute. Das ist Werlitsch auf Urbas und so eine Möglichkeit lassen sich die beiden eigentlich nicht nehmen. Der Pass von Werlitsch aber am Ende zu ungenau. Da muss Urbas den Puck erst einmal mit der Kufe stoppen. Und so ist die Chance vorbei. Es ging in die Overtime. Zum ersten Mal musste Bremerhaven länger als 60 Minuten spielen. Die überstehen eine Unterzahl in dieser Overtime. Danach ging es weiter mit 4:4. Und dann ist Mitch Mordam mit der Entscheidung. 3:2 in der Verlängerung. Und der hat mal richtig gepasst. Hier sind die Stimmen zum Spiel. Ja, mit der Defensive können wir ganz zufrieden sein, denke ich. Ja, das war im Großen und Ganzen ein gutes Spiel von beiden Teams. Ja, am Ende haben wir Powerplay, das müssten wir eigentlich dann nutzen. Und dann, ja, wie es dann auch so immer kommt, dann machst du deine Chance vorne nicht und dann nutzen die aber eine ihrer. I just kind of jumped on the ice and I saw Jan had the puck and we kind of had a little bit of a cycle in the ozone there. And then when he got the puck and kind of got to the middle of the ice, I was hoping it would just pop over to me, and that's what happened. And I just tried to put a shot on net and happened to go in. So thankful for that. Mitch Moore beschreibt sein game-winning goal. Die Fishtown Penguins Bremerhaven gewinnen mit 3:2 nach Verlängerung bei den Iserlohn Roosters und festigen ihre Tabellenführung in der Gruppe Nord. Dieses Spiel wird präsentiert von Penny, Unterstützer des deutschen Eishockeys.